Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monolog-Podcasts. Ich bin Sascha Machmann und ich werde jetzt einen Monolog halten. Das heutige Wort, ja, das ist in einer Tradition. Wir hatten in der Vergangenheit schon zwei der sogenannten Todsünden und heute kommen wir zu der dritten oder zu einer. Und das ist die dritte. Oder die erste? Ich glaube, es ist die erste. Es geht um Neid, Eifersucht. Was ist darunter zu verstehen? Neid oder Eifersucht? Also erstens, generell für mich sind Neid und Eifersucht zwei verschiedene Sachen. Wobei sie auch miteinander zusammenhängen. Ich kann natürlich auf den Nachbarn eifersüchtig sein, weil er ein tolles Auto hat. Ich kann aber auch neidisch sein. Wobei Eifersucht, man ja immer sagt, ja, das ist irgendwie so eine Beziehung. Aber ist man da nicht neidisch auch auf denjenigen? Den anderen? Das wäre mal eine Überlegung wert, das herauszufinden. Aber im Grunde genommen, Neid ist ja etwas, wo ich jemanden, der sich etwas leisten kann oder erlauben kann, ja, nicht so wirklich gönne, ne? Oder ich hätte es auch gerne. Ist das dann schon wieder so eine Art Eifersucht? Ja! So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Also Neid und Eifersucht sind doch zwei Sachen, die ein kleines bisschen unterschiedlich sind, aber im Großen und Ganzen dasselbe bedeuten. Ja. Bei der Recherche dazu kam natürlich immer wieder Neid, Eifersucht, Neid, Eifersucht, Neid, Eifersucht. Und dann kamen solche Sachen wie Missgunst, Abneigung, Abgunst. Wobei, hat irgendjemand schon mal das Wort Abgunst benutzt? Ich kenne niemanden. Nee. Ich habe es noch nie gehört. Argwohn, na gut, das kennt man ja. Böser Wille. Eifersüchteleien, Eifersüchtigkeit, Misstrauen, Seelensucht. Das ist da schon sehr poetisch. Ja, viel. Je nachdem der Bedeutung oder der Auslegung kommen da ja hunderte von verschiedenen Bedeutungen zum Tragen. Am besten finde ich noch so Bosheit. Abscheulichkeit. Wenn man halt von Boshaftigkeit ausgeht, in der Bedeutung von Neid und Eifersucht. Aber das ist so böse. Ja. Da merkt man schon, da muss ich schmunzeln. Und ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Blödsinn gelesen. Bei den Zitaten ist das so eine Sache. Also viele Sachen beschränken sich auf irgendwelche Neid- und Neider-Situationen. Und ich fand am besten das Kürzeste, was ich finden konnte. Es sind nur drei Wörter. Und das ist, Neid ist mühelos. Ja, natürlich. Wenn ich hingehe und jemanden anderen, das von jemand anderen etwas neide, dann strenge ich mich nicht an, um es selber zu erreichen, sondern ich sitze dann da in meiner Boshaftigkeit und denke so, ja, warum kann der denn das haben und ich nicht? Ja, würde ich mich anstrengen, könnte ich es auch haben. Punkt. Und das hat die Else Panik gesagt. Deutsche Lyrikerin. Interessant, dass man für sowas Lyrik studieren muss, um solche einfachen Sätze zu sagen. Das kann auch der Nachbar von nebenan. Neid. Gibt da sowas auch wie Neidhammel? Aber schon echt böse Neidhammel.
Schön ist ja auch diese Redewendung von Neid erblassen. Werden Leute wirklich blass, wenn jemand anderes da ist und sie neiden? Also ich bin noch nie von Neid blass geworden. Höchstens habe ich meinen Hals gekriegt. Interessant ist die Bedeutung. Also die Herkunft. Das meine ich, die Herkunft. Es kommt aus dem Mittelhochdeutschen und kommt ursprünglich von Nied, was mehr oder weniger seinen Ursprung in Hass, Groll hat. Das ist schon übel, oder? Hasse ich jemanden, den ich neide? Also von dem ich etwas haben möchte oder sowas? Oder den ich um sein Hab und Gut beneide? Manche ja. Weil ich dann immer so denke, derjenige hat es gar nicht verdient und hat es. Ja, selbst ich bin da nicht frei von. Und es ist ein unschöner Charakterzug eigentlich, Neid. Das ist so etwas so was so Niederträchtiges. Da gibt es auch kein hohes Ziel für. Das ist so negativ besetzt, Neid. Ich finde, das ist auch etwas Negatives, was absolut in uns drin steckt und viele Konflikte und Probleme ausgelöst hat. Ich habe Katzen und Katzen sind sehr eifersüchtige Lebewesen. Also wenn ich hingehe und eine von diesen drei Katzen mehr streichle und mehr liebkose als die anderen, dann werden die eifersüchtig und dann hauen die sich und dann wird der andere gebissen. Also es wird richtig böse. Man kann das ja auch bei kleinen Kindern beobachten, dass die halt Neider sind oder eifersüchtig sind. Und dann kann das auch mal sein, dass man mal die Schippe auf den Kopf kriegt, weil der andere halt viel schöner gebaut hat im Sandkasten wie der andere. Oh, oh, der Sommer. Das ist so. Und das fasziniert mich auch, weil die so ganz umreflektiert und ganz umgefiltert dann diese, sich ihrer Lust, der Eifersucht, des Ausdrücken des Neides hingeben. Dann wird auch die Sandburg kaputt gemacht, wenn die schöner ist als diejenige, die ich gebaut habe. So als Erwachsener geht man ja hin oder auch als Jugendlicher, da reflektiert man ja ein bisschen mehr und dann dämpft man sich ja, aber man denkt sich dann so, ne, dieses dumme Arschloch, warum hat der das und ich nicht? Oder was ganz Klassisches, ein Referat. Ich habe in der Schule mal ein Referat gehalten, da habe ich wirklich nichts für getan. Ich habe am letzten Tag quasi so ein bisschen die Geschichte der Informatik so aus meinem Kopf, was ich noch so wusste und so, hab das dann auf dem Papier hingerotzt, hab das dann schön gemacht, hab noch ein paar Unterlagen dabei gelegt und das war ein Referat, was ich dann vor der ganzen Klasse halten musste und hab dafür eine 1 kassiert. Und andere, die sich wirklich extremst angestrengt haben und quasi auch über ihren Schatten gesprungen sind, die haben halt keine 1 bekommen. Da war halt eine 3, war das Beste. Und da habe ich das erste Mal richtig so Neid und Eifersucht gespürt. Ich meine, ich habe es dahin gerotzt. Ich habe da keine Arbeit investiert, nichts. Und ich hätte eine 5 verdient. Keine 6, aber eine 5 hätte ich verdient.
Und das habe ich auch so kommuniziert. Aber das war, meine schlechteste Arbeit war immer noch gut genug, um halt eine Eins zu bekommen. Ja, und da habe ich das halt gemerkt, dass die Klasse neidisch und eifersüchtig war. Merkwürdige Sache, aber ich kann nichts dafür. Das ist ja wie jemand, der nicht laufen kann. Der kann sich so viel Mühe geben, wie er will und laufen, aber der wird es nicht können. Und genauso ist es bei mir da gewesen. Ich hätte nur eine 6 kriegen können, indem ich nichts abgegeben habe. Aber das kann man ja auch nicht machen. Tja. Aber so ist das mit dem Neid, mit der Eifersucht. Und heute habe ich das bei diesem Thema fast genauso gemacht. Vielleicht hat man das gemerkt an den etwas längeren Pausen, wo ich dann mal kurz mal was nachgelesen habe, wie halt die Herkunft des Wortes. Weil mir einfach viel zu warm ist. Aber ich weiß eins, ich werde für diesen Podcast keinen Neid und keine Eifersucht bekommen. Weil das ist nichts Besonderes, das ist was ganz Einfaches. Und ich gebe mir dort in gewisser Weise Mühe, aber so wirklich richtig Mühe gebe ich mir auch nicht. Es ist halt ein Monolog. Und ich würde sagen, das war auch heute schon wieder lang genug. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, dass du mir zugehört hast. Dein Sascha. Tschüss.